Ja, ich begrüße Sie zu unserer fünften Vorlesung. Man hört mich noch nicht, oder? Ja, hören Sie mich jetzt? Nein, gell? Ist nicht an. Ja, bin ich zu verstehen? Nein. Nicht? Okay. Ja, jetzt geht's, oder? Jetzt hören Sie mich. Alle auch weiter oben? Ist okay? Ja? Nicht wirklich? Bisschen lauter? Okay, und jetzt ist besser? Super? Okay. Also, ich begrüße Sie zu unserer fünften Vorlesung. Wir haben heute ein sehr großes Programm. Ich werde das etwas schneller durchgehen als sonst, weil durch die Ausfälle von zwei Feiertagen habe ich zwar eine Vorlesung ausfallen lassen über Emotionen, aber eine zweite wollte ich das nicht ausfallen lassen. Jetzt habe ich praktisch zwei Vorlesungen zu einer gemacht. Und zwar, Sie sehen es, wir sprechen heute einerseits über Innenräume und Architekturbilder und andererseits über Landschaft. Sie werden dann sehen, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst und dass zum Beispiel die Anfänge der Innenraummalerei sehr ähnliche Wurzeln hat wie die Anfänge der Landschaftsmalerei. Nun, wir beginnen also mit den Innenräumen. Und wir behandeln einerseits Interieurs, also private Räume, und andererseits Architekturmalerei, also Kircheninnenräume, was auch wieder eine Besonderheit der holländischen Malerei ist. Nun, Innenräume sind ja dadurch charakterisiert, dass man im Raum ist. Also das heißt, da geht es um Raumwirkung. Man steht sozusagen im Kunstwerk. Und nun ist die Frage, wie lässt sich denn ein Innenraumerlebnis auf das zweidimensionale Medium der Malerei übersetzen. Wir wollen uns die Frage stellen, was Interieurmalerei eigentlich bedeutet und wann sie entstanden ist. Und dazu mache ich wieder einen ganz kurzen Rückblick, dass Sie das besser einordnen können. Die Voraussetzung für eine Interieurmalerei ist natürlich die Erfassung der dritten Dimension, dann letztlich eine gewisse Form von Perspektive und überhaupt ein Interesse an Raumdarstellung. Sie wissen, das Mittelalter hatte dieses Interesse nicht. Es gab Gold- oder Farbhintergründe, das heißt, da konnte kein Innenraum illusioniert werden. Und es beginnt wie... Also wir kommen sozusagen immer wieder, während wir auf Giotto zurückkommen. Giotto, Arenakapelle 1306, wo wir sagen können, das ist sowas wie der Beginn der neuzeitlichen Malerei. Und Sie sehen, dass der nun anfängt, sowas wie einen Innenraum zu gestalten. Also das eine ist die Geburt der Maria, wo Sie sehen, das ist natürlich jetzt noch nicht wirklich die Illusion eines Innenraums, weil es ist faktisch eine Art Puppenhaus, was wir von außen sehen, wo einfach vorne praktisch die vordere Front weggenommen wird und wir in diesen Kastenraum hineinschauen können. Und das andere, das ist der Triumphbogen, die Verkündigung, das ist schon ein ganz wesentlicher Schritt, weil Sie sehen, dass das praktisch schräg gestellt ist. Das heißt, das bedeutet, dass hier von einem Betrachter ausgegangen wird, auf den diese Architektur bezogen wird, was von der Haltung her schon eine frühe neuzeitliche Haltung ist, dass das nicht auf Gott bezogen wird, sondern eben auf einen realen Betrachter. Und das geht weiter mit Lorenzetti, ebenfalls eine Geburtsdarstellung, wo Sie sehen, was da jetzt verändert. Das ist noch sehr ähnlich, aber es ist doch schon so, dass vor allem die Größenverhältnisse der Figuren zum Raum, zugunsten des Raumes verändert worden sind. Und dann, wir werden genau über die gleiche Miniatur nochmal sprechen, wenn wir über die Landschaft sprechen, wie das zusammenhängt. Innenraum, Außenraum, Erfassung des Innenraums, Erfassung des Außenraums. Die Geburt des Johannes im sogenannten Turiner Stundenbuch, ganz kompliziert, auf das können wir nicht eingehen. Wer hat das gemacht? Ist das der frühe Jan van Eyck? Ist es Hubert van Eyck, ist es ein dritter Meister,
Das soll jetzt dahingestellt sein. Es ist niederländisch, es ist frühes 15. Jahrhundert und auf jeden Fall in diesem Eickkreis entstanden. Und es ist ein Meilenstein in jeder Beziehung. Sie sehen hier, dass schon, also jetzt wir nicht mehr das von außen sehen, dieses Gebäude, sondern tatsächlich nur der Blick in den Innenraum gestellt ist und dass es, was dann im 17. Jahrhundert ungeheuer wichtig wird, nochmal sogar ein zweiter Raum ist, in den wir hineinschauen, also diese Öffnungen in andere Räume und dass natürlich jetzt die Figur, diese kleinen Figürchen ja, in diesem großen Raum durch ganz anders einen Innenraum illusionieren. Und weiter geht das dann mit dem sogenannten Meister von Flamal, der sehr wahrscheinlich Robert Campin war, ungefähr 1425, zum ersten Mal eine Verkündigung in einen Innenraum versetzt wird und ein Innenraum, der nun eine Art bürgerliches Interieur ist, ja, wo faktisch die verschiedenen Objekte, die zu einem Innenraum gehören, mit dargestellt werden. Und ich zeige Ihnen einfach als Vergleich zwei italienische Beispiele, damit Sie sehen, diese Frage des Raums ist natürlich eine Frage, die das 15. Jahrhundert in Italien beschäftigt hat, genauso wie in den Niederlanden, aber sehr anders. Und Sie sehen bei den italienischen Beispielen, wie stark hier eben eher von einem perspektivischen Blick ausgegangen wird und von einer Konstruktion von Architektur und Konstruktion von Raum, also diese Vorstellung, dass man die Gesetzmäßigkeit des Raumes über eine perspektivische Darstellung erfassen kann, wohin die Niederländer hier ganz anders vorgehen, der Meister von Flamal eher, indem er sozusagen die Objekte, die zu einem Innenraum gehören, alle ausbreitet und eine Art Stimmung erfasst, oder natürlich Jan van Eyck hier, der nicht von einer perspektivischen Konstruktion ausgeht, sondern wo das ganz stark über die Optik geht, über den optischen Eindruck, über die optische Erfahrung und das eigentlich viel stärker über Hell-Dunkel, über Lichtschatten, der Eindruck von Innenraum da ist und eben nicht wie bei den Italienern über die Konstruktion. Und bei Van Eyck hier schon auch wieder dieser Zusammenhang Innenraum-Außenraum, der Blick aus diesem abgedunkelten Interieur in diese weite, weite, helle, sonnige Landschaft. Also das sind jetzt schon, also in den Niederlanden werden eigentlich die wesentlichen Schritte schon in der Malerei im 15. Jahrhundert gemacht. Im 16. Jahrhundert, wir werden das noch kurz sehen dann, aber da kommt nicht allzu viel dazu. Und im 17. Jahrhundert ist dann faktisch der Innenraum, hat hier eine ungeheure Bedeutung. Und es sind jetzt viele Funktionen, die diese Interieurmalerei erfüllt. Also man kann nicht sagen, Interieurmalerei bedeutet das und das, sondern ich möchte Ihnen jetzt einige dieser Funktionen und Bedeutungen kurz vorführen. Also das eine ist, dass das Interieur der neue Ort der Kunst ist. Eben, über das haben wir auch schon gesprochen, es ist jetzt die Kunst taucht jetzt sozusagen nicht mehr im Kirchenraum auf und auch nicht mehr eigentlich jetzt in der höfischen Repräsentation, sondern und auch nicht eben nicht weder in der Wandmalerei noch in der Buchmalerei, sondern als Tafelbild im bürgerlichen Interieur. Das heißt, dass das Interieurbild natürlich auch seine eigene neue Situation, seine eigene Funktion und Bedeutung reflektiert. Das Tafelbild, haben wir auch schon darüber gesprochen, ist sozusagen das Medium des Bürgertums und das wird eben privat angeeignet, was eine neue Form der Rezeption bedeutet. Und es ist so, dass in sehr vielen Interieurbildern haben wir Bilder an der Wand, wo wir faktisch, also das Bild im Bild eigentlich immer wieder eben seinen eigenen neuen Ort selbst reflektiert. Ein wesentlicher Unterschied zum 15. Jahrhundert ist jetzt, dass der Betrachter den Eindruck hat, er stehe im Raum. Also das heißt, das ist eine ganz andere Einbeziehung und Integration des Betrachters, eine Form von Identifikation. Das liegt, also es ist sozusagen so, dass der Maler seinen Standpunkt innerhalb des darzustellenden Raums nimmt und dass wir den Eindruck haben, dass der Raum praktisch weiter, also sozusagen hinter der Bildfläche eigentlich weitergeht.
das Private wird einerseits dargestellt, es wird aber auch, wir werden praktisch als Individuen in diesen Innenraum einbezogen. Das heißt, so wird auch Privatheit eben auch gestiftet. Aber die Welt, also die Welt von außen, sie wird im Allgemeinen immer mitgedacht, nämlich durch Türen, durch Fenster, durch Briefe, die von außen kommen oder durch eine Landkarte, die sozusagen das Außen hier in diesen Innenraum sozusagen integriert. Aber es geht sehr stark bei Vermeer, über Vermeer werden wir nochmal sprechen, um dieses Innen auch, also um diese Intimität, um diese neue Form von Privatheit, die natürlich eine sehr starke psychische Dimension hat. Es ist aber auch einfach die Faszination der Schönheit eines Interieurs. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von Jansson Elinga, eines der wenigen Interieurs ohne Figuren. Und Sie sehen, es geht um die Illusion von Räumlichkeit, es geht um diese Durchblicke in andere Räume, und auch nach außen, und es geht natürlich auch um dieses, also um diese Ästhetik dieses Verhältnisses von Flächen- und Raumwerten. Also das ist ja eigentlich alles aus Rechtecken gebaut, der Boden, die Fenster sind nochmal unterteilt, die Türen, die Bilder, also die Stühle, und es ist sozusagen, es ist schon fast, man kann das eigentlich schon fast teilweise wie ein abstraktes Bild lesen, wo diese Flächen- und Raumwerte gegeneinander gesetzt werden. Es ist natürlich auch ein Spiel von drinnen und draußen, von Licht und Schatten, also die Fenster, die abgedunkelt sind, die Fenster, wo das Licht hereinkommt, der Schatten, der so stark ist, Sie sehen das bei dem Stuhl, wo der Stuhl sozusagen als Schatten an der Wand nochmal wiederholt wird, und das draußen, was hereingeholt wird in Form von Bildern, nämlich von Landschaftsbildern, die Landschaft, die aber hier jetzt nur als Bild im Bild auftritt. Es gibt im 17. Jahrhundert eine unglaubliche Faszination des Interieurs, die sich auch in solchen Objekten wiederfindet, wie diesen Perspektivkästen. Das ist ein Perspektivkasten von Hoogstraten. Das lässt sich nicht wirklich reproduzieren, weil das ist ein Kasten, der, wo Sie sozusagen durch ein Loch hineinschauen, sozusagen in die Position eines Voyeurs gebracht werden. Und wenn Sie so in den Kasten schauen, dann sehen Sie das natürlich nicht so verzerrt wie hier, sondern Sie sehen das dann, Sie haben wirklich das Gefühl, dass Sie durch ein Fenster in ein Interieur hineinschauen und eben das Private, das Geheime sozusagen hier mitbekommen und auch immer wieder diese Blicke in ein Zimmer, das nächste Zimmer nach außen, durch die Fenster und so weiter. Ich verweise Sie auf ein Buch von Viktor Storchita über die Metamalerei. Für Viktor Storchita ist es so, dass diese Interieurmalerei mit den Türen und den Fenstern eben sehr stark ein Hinweis auf die Metamalerei ist, also auf eine Malerei, die ihren eigenen Status selbst reflektiert, als Bild reflektiert, und dass praktisch diese Türen und die Rahmen und die Fenster immer wieder praktisch den Status des Bildes als Bild apostrophieren. Und es gibt sehr viele von diesen Schwellenbildern, wie Sie das hier sehen, wo wir sozusagen in ein Interieur sind und auch hier eben immer wieder in einen Raum, in den nächsten Raum hinaus, und wir so an der Schwelle stehen, also wo uns irgendwie, wo wir sozusagen im Bild sind, aber auch gleichzeitig eben außerhalb des Bildes, und wo sehr oft wie hier Tiere, also in dem Fall ein Hund und eine Katze, uns als Betrachter apostrophieren. Wir denken natürlich an das Diktum von Alberti, der ja also entscheidend war für diese Renaissance-Auffassung, der gesagt hat, ein Bild ist wie ein Fenster, durch das ich in die Welt blicke. Also das ist die Renaissance-Konzeption, dass ich als Betrachter in das Bild schauen, sozusagen in die Welt blicke und diese Welt auf mich eigentlich bezogen ist. Und die Niederländer des 17. Jahrhunderts versuchen jetzt, den Betrachter ganz anders sozusagen in dieses Bild hinein zu integrieren. Oder aber, das ist die Gegenkonzeption, das ist sozusagen ein gegen Alberti, wo man sagen kann, das Bild ist nicht ein Fenster, durch das ich in die Welt schaue, sondern das Fenster ist im Bild, ich sehe nichts durch das Fenster, also ich sehe auf ein Bild mit einem Fenster, durch das ich nichts sehe.
Das heißt, das Fenster funktioniert hier nicht als Blick in die Welt. Wir blicken keine Landschaft oder keine Stadt. Das Fenster öffnet sich aber auch nicht in den Betrachterraum, sondern in ein Außerhalb des Bildes, das dem Betrachter entzogen ist. Die Bildfigur sieht etwas, was ich nicht sehe. Das heißt, es gibt offensichtlich einen Raum jenseits des dargestellten Raums und jenseits des Betrachterraums, also ein dritter Raum, der dem Betrachter eigentlich entzogen ist. Das ist ein kleines Bild von Jacobus Vreel, ein sehr unterschätzter, fast unbekannter, aber meines Erachtens sehr bedeutender Interieurmaler, von dem nur ein Bild datiert ist, nämlich dieses, und das hier in Wien im Kunsthistorischen Museum hängt. Also das können Sie sich auch im Original anschauen. Andere Werke von Vreel sind nicht datiert, die kann man nur sozusagen dazuordnen. Hier also sind sehr einfache Bilder, wie Sie sehen, eine Frau, eine Alte, die aus dem Fenster schaut, und Sie sehen das vielleicht, man sieht das nur ganz schwach, dass ein kleines Kind dahinter steht, das sozusagen von diesem dunklen Außenraum in unseren Raum schaut, und die Frau, die fast vom Stuhl kippt, weil sie so konzentriert ist, darauf zu schauen. Und noch ein Bild von Vreel, das ist dann sicher etwas später, wo er also die riesige Innenräume macht, die eigentlich also unglaublich lichtdurchflutet sind, wo eigentlich das Licht das Thema des Bildes ist. Und also diese Frau, die hier dieses Mädchen kennt, und ein Junge, der hinausschaut, das sind schon Bilder, die auf Vermeer vorausweisen oder vielleicht gleichzeitig mit Vermeer sind, das ist schwer zu sagen, wo sozusagen, also eigentlich, was wir sehen, ist fast nur eine weiße Wand, und aber diese weiße Wand ist so lichthaltig, ja, also das, da wird wirklich Licht thematisiert. Und was natürlich auch thematisiert wird durch diesen kleinen Jungen, der hinausschaut, ist sowas wie Imagination. Ja. Und das geht dann eben schon sehr stark in die Richtung, die wir von Vermeer kennen, wo auch also auf eine nicht mehr beschreibbare Weise Licht thematisiert wird an diesen weißen Wänden, und wo es natürlich auch hier eben um diese Intimität und Privatheit geht. Es gibt ganz andere Innenraumdarstellungen, wie hier von Nikolaus Maas, der hat eine ganze Serie gemacht mit diesen sogenannten Lauscherinnen, und was er hier macht, ist, dass er verschiedene Räume baut, wie eine Theaterbühne, und wo er praktisch dadurch so etwas wie eine komplexe Erzählung produzieren kann. Dieses Zeichen ist einerseits, also teilweise ist es so, dass man das Gefühl hat, pass auf, schau her, ich zeige dir was, so ein deiktisches Zeichen. Gleichzeitig ist es so fast, wie wenn Sie sagen würden, psst, still, schau dahin. Und wir werden praktisch zum Voyeur gemacht, weil was wir sehen, ist natürlich unten, also die Magd, die hier mit einem Besucher offensichtlich kokettiert. Es geht einerseits hinunter der Raum, andererseits hinauf. Oben ist dann sozusagen die High Society, die am Tisch sitzt. Also es ist wirklich unten oben. Auch diese verschiedenen sozialen Stände, die hier durch die Räume charakterisiert werden. Und Sie sehen vielleicht rechts in dem Raum, da ist die Küche, und die Katze nützt das aus, dass die Magd abgelenkt ist und frisst das Essen, was sie da oben eigentlich bekommen sollten. Es ist ein Bild, was sehr unterschiedlich ambivalent sozusagen auch lesbar ist. Also es ist eigentlich das Zeichen, man soll still sein. In Wirklichkeit ist natürlich eine Aufforderung, sich darüber zu unterhalten. Und wir müssen uns auch vorstellen, dass in den Niederlanden über solche Bilder sicher, also vor dem Bild auch gesprochen worden ist und die verschiedenen Assoziationen ausgetauscht worden sind. Nochmal ein Bild von Maas, wo Sie das auch sehen, da wird jetzt die soziale Situation umgedreht. Das ist die Magd, die jetzt die Herrin belauscht, und die Herrin scheint irgendwie herumzuschreien. Also so, man hat den Eindruck, dass man die sprechen hört, obwohl wir natürlich nichts hören. Und der Vorhang, der sozusagen den Menschen verdeckt, an den die sich eigentlich wendet. Also auch hier immer wieder genial, die Niederländer, die zeigen, ein Bild zeigt mir etwas, aber es ist nie
es ist nie sozusagen das Ganze, sondern es gibt immer ein Außerhalb, was wir gar nicht sehen und was, wo wir dann unsere eigenen Vorstellungen entwickeln können. Ja, ein Bild von Emanuel de Witte. Emanuel de Witte ist an sich hat vorwiegend Architekturmalerei gemacht, wir werden das noch sehen. Und hier eben dieses fantastische Interieur. Nun, diese realistische Malweise suggeriert ja den Eindruck eines getreuen Abbildes einer sozialen Wirklichkeit. Also wenn wir das sehen, dann glauben wir ja wirklich, genau so hat das sozusagen ausgeschaut. Und zwar auch wenn wir immer wissen, dass Bilder natürlich Repräsentationen, Konstruktionen sind, verführt uns dieser Reality-Effekt dazu, dass wir glauben, dass ein niederländisches Interieur ungefähr so ausgeschaut hat. Was wir sehen, sind ja drei hintereinander liegende Zimmer und also worum es mir jetzt hier geht, ist eigentlich vor allem zu zeigen, dass das wirklich eben Fiktion ist, was wir da sehen. Erstens ist es so, dass es drei hintereinander liegende große Zimmer in der holländischen Wohnkultur damals gar nicht gab, dass es Marmorböden in allen Zimmern in dieser Form auch nicht gab und dass diese Form von Lusten, also die es fast nie, also nur in einer wirklich ganz elitären bürgerlichen Gesellschaft gab. Das heißt, das ist sozusagen Fiktion, das ist eine Art Idealheim, so wie wir das manchmal in schöner Wohnen sehen, wo wir Wohnungen sehen, die es so gar nicht gibt. Aber es ist eben nicht, sozusagen entspricht nicht der Realität. Was natürlich hier auch ganz grundlegend ist, aber darauf komme ich dann später zu sprechen, ist auch hier wieder das Licht als das strukturierende Element, ja, was sozusagen den ganzen Raum strukturiert. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wir haben das gesehen schon mit Ter Borch, wo jetzt sozusagen diese bürgerliche Welt dargestellt wird in der Genremalerei. Und ich habe Ihnen in der letzten Stunde gesagt, praktisch die Interieurmalerei ist einfach ein Spezialfall der Genremalerei. Und Sie sehen hier Pieter de Hoogh, einer der bedeutendsten Interieurmaler, wo wir auch immer wieder diese Faszination haben von Räumen, wo wir in andere Räume sehen, wieder in andere Räume hinaussehen, aus dem Fenster sehen und wo immer das Licht diese strukturierende Funktion hat und natürlich immer Mütter, Mütter, Frauen, Frauen, Mägde, Kinder. Nochmal hier sozusagen, dass Sie das ein bisschen genauer vor sich haben. Was fehlt? Also was sehen wir nicht? Wir sehen keine Männer. Obwohl natürlich die Männer haben hier auch gewohnt, aber sie werden nicht dargestellt. In den wenigen Bildern, wo es gibt schon Interieurbilder mit Männern. Es schaut nur anders aus. Das heißt, es sind Boten, die von außen kommen und der Frau einen Brief bringen. Oder es ist wie bei Vermeer, ist dann der Innenraum ein Studiolo. Hier werden nicht Kinder gepflegt und hier wird nicht die Wohnung geputzt, sondern es wird hier studiert. Oder eben auch bei De Heem, das ist ein dezidiertes Studierzimmer. Und auch bei Rembrandt, wo das noch am ehesten hinkommt, also wo so diese Form von Intimität und Subjektivität und Privatheit auch an einer männlichen Figur dargestellt wird. Aber trotzdem, es ist eben, also der liest nicht einen Liebesbrief, sondern der liest in einem Traktat oder so. Ja? Also das ist doch ist einfach, das wird sozusagen anders dargestellt. Und wir wissen ja, wo die Männer geblieben sind, sie sind in der Öffentlichkeit, sie sind in den Gruppenporträts, sie sind im Rathaus dargestellt. Das scheint mir also methodisch einfach wichtig zu sein, immer auch sozusagen zu fragen, was in welchen Zusammenhängen nicht repräsentiert wird und man sieht praktisch diese Interieurmalerei etwas anders, wenn man eben fragt,
was ist hier nicht dargestellt, was aber eigentlich dazugehören würde. Und wenn man das in diesem Zusammenhang mit den Gruppenporträts sieht und mit den Bildern in der Öffentlichkeit, die komplett männlich kodiert sind. Das heißt, dass das natürlich, Sie sehen auch da wieder, dass die Malerei oder die Kunst, etwas gibt einen Überschuss an Bedeutung, was nicht einfach die soziale Realität widerspiegelt, sondern etwas zeigt, was so gar nicht war und dadurch aber etwas produziert. Es produziert eine Vorstellung von Identität, also eine Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit, wo, da es Massen solcher Bilder gibt, eben alles, was mit Innenraum, mit Wohnlichkeit, mit Intimität, mit Privatheit, mit all diesen Dingen zu tun hat, dass das weiblich konnotiert ist. Also Sie sehen, was ich Ihnen zeigen wollte in diesem kurzen Durchgang, ist, dass das Interieur sehr unterschiedliche Fragen aufwirft, ästhetische Fragen von Raumflächenwerten, eine Metamalerei im Sinn, dass die Bilder sozusagen ihren eigenen neuen Ort selbst reflektieren, Genderfragen, soziale Fragen, Hausarbeit, Privatheit, dieses Verhältnis von innen und außen, das Verhältnis von Privat und Öffentlichkeit. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen extremen Fall zeigen, in dem sozusagen eine Geschichte erzählt wird, die nur über das Interieur erzählt wird. Es ist ein Bild, worüber ich in meinem Buch sehr ausführlich gearbeitet habe. Ich fasse das hier kurz zusammen. Ich zeige Ihnen ein Bild von Hoogstraten, die Pantoffeln aus den späten 50er Jahren. Wir blicken von einer Schwelle aus in drei hintereinander liegende Räume, die jeweils durch eine vollkommen geöffnete Tür den Blick dargeboten werden. An der gegenüberliegenden Wand des ersten Raumes lehnt ein Besen. Daneben hängt ein großes Handtuch von einem Holzregal und der Türrahmen wird von Flachs umrahmt. Also das sind alles Zeichen natürlich weiblichen Hausfleißes. Durch eine linksseitig geöffnete Tür blicken wir in einen Gang, wo wir sehen, dass das rechts einfallende Licht auf eine Tür verweist, die wir nicht sehen, die aber offensichtlich nach außen führt, wo sozusagen das Licht auch unter anderem herkommt. Und in diesem Gang ist nichts anderes zu sehen als eine kreisförmige Matte mit zwei grünlich farbenen Holzpantinen. Der Betrachter stolpert quasi über diese Schuhe und wird gleichsam zum Innehalten gezwungen, um über die semantische Bedeutung dieser Schuhe nachzudenken. Und wir haben, Sie erinnern sich, wir haben bei den Genrebildern schon über diese Schuhe gesprochen, die immer wieder vorkommen, wo, also die Schuhe sind die sozusagen, wo kein Fuß drin steckt. Und ich habe Ihnen schon erzählt, dass es eben unzählige Mythen, Redewendungen, aber auch Hochzeitsreden, Märchen gab, die immer wieder den Schuh als eine erotische Anspielung sehen. Also der Schuh oder der Pantoffel galt eben als weibliches Geschlechtsorgan. Es gibt zum Beispiel ein Sprichwort, man soll nicht die Füße in andere Menschen Schuhe stecken und so weiter. Es gibt eine andere Quelle, diese ausgezogenen Schuhe genau umgekehrt deutet, nämlich eine Quelle, die auf Plutarch zurückgeht, wo sozusagen die Schuhe, die im Haus sind, auf Tugendhaftigkeit verweisen, also auf die, dass die Schuhe eben im Haus bleiben und nicht hinausgehen. Jetzt ist es wie immer, wenn wir so unterschiedliche Deutungen haben, dass wir natürlich daraus einen Schluss ziehen sollten, nämlich den, dass die Holländer, die das beides kannten, dass sozusagen beide gegensätzlichen Verweise aufgerufen werden und man das nicht klären kann. Ja? Also das heißt, die unterschiedlichen Assoziationen werden sozusagen aufgerufen und man kann sozusagen nicht sagen, auf was jetzt diese Schuhe verweisen, aber sie sind hochgradig mit Bedeutung aufgeladen. Eine dritte Tür öffnet den letzten Raum, dessen auratisches Licht durch den goldenen Damast
der über den Tisch gebreitet ist und mit dem auch der Stuhl bezogen ist, intensiviert wird. Und Sie sehen, dass da links der Rand von einem Spiegel zu sehen ist, in dem sich aber nichts spiegelt. Es ist ein Blick durch diese aufgeschlossenen Türen in einen weiblichen, intimen Bereich. Und diese Intimität, also dieses private, verschlossene, wird dem Auge des Betrachters geöffnet. Und zwar geöffnet eben mit einem ganz massiven Schlüsselbund, der signifikant von dem hellen Hintergrund sich abhebt. Und der ja genau unter dieser gemalten Figur sichtbar wird. Nun, der Schlüssel, der deutet einerseits natürlich auf die häusliche Schlüsselgewalt der Frau, aber auch durchaus seit dem Mittelalter ist das eine sehr häufig verwendete sexuelle Symbolik. Der Schlüssel kann auch funktionieren als clavis interpretandi. Der Schlüssel, also Sleutel auf Holländisch, war in Holland im 17. Jahrhundert eine sehr gebräuchliche Metapher für die Entschlüsselung von Wahrheit. Der Schlüssel öffnet also die Tür, das Bild, doch was wir hier zu sehen bekommen, ist wieder nur ein Bild. Die eigentliche Erzählung, die Akteure finden sich lediglich im gemalten Bild an der Wand. Das heißt, das Hochstraten, dass dieses Bild an der Wand, was bei vielen seiner Kollegen sozusagen das Bildthema wäre, zu einem Bild im Bild. Ja, was ist das nun für ein Bild, dem Hochstraten eine so zentrale Funktion zuweist? Das Bild zeigt eine stehende weibliche Rückenfigur in silbrigem Satinkleid im Stil von Terborch vor einem roten Himmelbett und einen kleinen, ebenfalls rot gekleideten Jungen hinter einem Stuhl. Sie erinnern sich ja an die sogenannte väterliche Ermahnung und das ist eine dieser unzähligen Paraphrasen dieser Figur. Hochstraten kopiert hier bereits eine Paraphrase von Caspar Netscher. Caspar Netscher war ein Schüler von Terborch. Und Sie sehen, unten habe ich Ihnen, das gibt es leider nur in Schwarz-Weiß, weil das verschollen ist, aber Sie sehen, dass das ziemlich genau das Bild von, also das Hochstraten muss das irgendwie gekannt haben, weil Caspar Netscher bereits diese Figur als eine Frau uminterpretiert, die von einem kleinen Boten einen Liebesbrief bekommen hat. Hochstraten unternimmt nun alles, um das Imaginäre dieser Situation zu akzentuieren. Er hat sich nämlich erstaunlich genau an seine Vorlage gehalten, aber er hat ein Detail verändert, nämlich er hat die Ecke des Briefes, die bei Nature ja noch sichtbar ist, die hat er zum Verschwinden gebracht. Das heißt, wir können uns fragen, woher wissen wir überhaupt, dass diese Frau einen Brief liest. Wir sehen in Anführungszeichen dies, weil wir dieses Motiv aus der Tradition kennen, aber nicht, weil wir wissen oder es tatsächlich sehen. Die weibliche Rückenfigur ist paradigmatisch. Sie verwehrt uns den mimischen Ausdruck, der eine etwaige Reaktion verraten könnte. Aber es ist natürlich auch genau diese Rückenfigur, die eben unsere Neugier und unser Begehren aktiviert. Nun, auch die gesamte Inszenierung des Bildes setzt die Imaginationen der Betrachterinnen in Gang. Man projiziert die eigenen Gedanken und Emotionen in diesen leeren Räume und auf das Bild im Bild. Es gibt sehr viele hochgradig moralisierenden Deutungen über dieses Werk, vor allem im Text sozusagen im Louvre, wo das Bild hängt. Also die interpretieren das Bild so, es ist ein Warnbild vor den erotischen Ausschweifungen und eine Aufforderung zur Tugend. Und ich denke, das Bild spiegelt die moralisierenden Zwangsvorstellungen so mancher Kunsthistoriker. Je nachdem, wie wir die drei Räume zueinander in Beziehung setzen und die dargestellten Dinge, also die Schuhe, das zugeklappte Buch, die ausgelöschte Kerze, semantisieren, ergeben sich vielschichtige Sinnachsen. Also man kann zwischen dem ersten
dem Raum der häuslichen Arbeit und dem letzten, dem Raum der Liebe, der Verführung und des Begehrens, eine gefährliche Spannung empfinden und die Raumsegmente und die entsprechenden Objekte antithetisch lesen. Die Räume lassen sich aber auch als Abbilder realer Zimmer interpretieren, also als bürgerliches Heim, in dem ein Bild mit erotischer Thematik hängt und dem Interieur neue Bedeutung verleiht. Eine weitere Lesart ist die schrittweise Initiation vom Raum des Betrachters in das Reich der Kunst, vom Banalen zum Erhabenen und der Liebe. Unsere Fantasie mag uns aber auch verführen, hinter der Tür die eigentliche Handlung zu vermuten. Also vielleicht ein Bett, in dem sich das abspielt, was das Gemälde an der Wand als Erwartung suggeriert. Aber sehen oder wissen können wir das natürlich nicht. Vielleicht handelt das Bild von einer Verführung, aber nicht von einer Verführung durch den Antrag eines leiblich anwesenden Mannes, sondern nur durch einen Brief. Verführung durch einen Text, durch Worte. Im Bild wird eine Frau umworben, gleichzeitig wird aber der Betrachter verführt, nicht durch Worte, sondern durch das Bild. Also ich denke, dass Hoogstraat wirklich alles daran gesetzt hat, unterschiedliche Assoziationen zu erzeugen. Gleichzeitig aber reflektiert er mit pikturalen Mitteln die imaginäre und affektive Wirkkraft der Malerei. Die Malkunst öffnet die Türen und lässt Unsichtbares sichtbar werden. Aber was wir sehen, ist wieder nur ein Bild. Der Betrachter, von der Schwelle ins Bild blickend, ist gleichzeitig im Bild und außerhalb des Bildes. Zudem wird durch die Fragmentierung fast aller Gegenstände bewusst gemacht, dass wir nicht alles sehen können. Das Bild reflektiert auch sein eigenes Außen. Der Lichtstrahl von außerhalb des Bildes verweist auf ein reales Jenseits der Leinwand. Durch all diese künstlerischen Strategien wird den Betrachterinnen bewusst gemacht, dass sie auf ein Bild blicken und dass somit all ihre Imaginationen ihre eigenen Imaginationen sind. Eben, der Spiegel, der neben dem Gemälde hängt, spiegelt nichts. Wir sind es, die den semantisieren. Die gemalte Tür reflektiert in der Wiederholung des Rahmens die Form des Tafelbildes. Und das Tafelbild repräsentiert den Status der Malerei in der bürgerlichen Kultur im Gegensatz zur monumentalen, architekturbezogenen Malerei im kirchlichen oder im feudalen Kontext. Und der Ort des Tafelbildes war eben das bürgerliche Interieur. Es hing gerahmt an der Wand, wie es in Hoogstraatens Bild vorgeführt wird. Das Interieurbild wurde für das Interieur geschaffen und reflektiert das Interieur. Hoogstraatens Bild zeigt einen menschenleeren Raum, konzentriert unsere Aufmerksamkeit somit auf die Beziehung von Innenraum und Bild an der Wand. Das heißt, es reflektiert den neuen Ort und die Funktion der bürgerlichen Malerei schlechthin. Und ich denke, diese Form von Medienreflexion ist einem Maler wie Hoogstraaten zuzutrauen, weil er nämlich einer der wenigen Künstler war, der ein Malereitraktat verfasst hat. Einführung in die Hohe Schule der Malerei oder die sichtbare Welt von 1678. Und im ersten Buch seines Traktats, in einem Kapitel über das Ziel der Malerei, was sie ist und was sie produziert, definiert er die Malerei folgendermaßen. Ich lese gleich die deutsche Übersetzung. Die Malerei ist eine Wissenschaft, um alle Ideen oder Vorstellungen, auf Holländisch Denkbilden, also Denkbilder, welche die ganze sichtbare Natur darzubieten vermag, zu verbildlichen, um mit Konturen und Farben das Auge zu betrügen. Also ich finde das schon sehr relevant, dass er nicht sagt, die Malerei ist eine Wissenschaft, um sozusagen alles, was in der Natur vorkommt, zu verbildlichen, sondern er sagt, um alle Ideen und Vorstellungen, Denkbilder zu zeigen. Also insofern denke ich mir, dass man ihm diese Form von Reflexion über die Funktion der Malerei, dass man ihm das schon zutrauen kann.
Ja, nach dieser sozusagen genaueren Analyse eines dieser Interieurbilder gehen wir zur Architekturmalerei. Nun, Sie wissen, in reformierten Kirchen, also in den kalvinistischen, gab es keine Altarbilder mehr und keine Wandmalereien. Das heißt, dass sozusagen das ehemalige Zentrum der Malerei, das gab es nicht mehr. Aber die niederländischen Maler sind jetzt dran gegangen, dass sie die Kirchenarchitektur selbst gemalt haben, dass sie die Innenräume dieser Kirchen gemalt haben. Und das ist wirklich auch wieder ein Spezifikum holländischer Malerei. Die also vor allem in Delft um die Jahrhundertmitte hier kulminierte. Und Sie sehen hier Sanredam und Hooggeest, also zwei der sehr bedeutenden Architekturmaler. Nun, was ist da die Voraussetzung? Das ist einmal die spezifisch niederländische Einstellung, dass alles, auch die Architektur, auch die Skulptur, auch den Raum, dass einfach alles in Malerei zu verwandeln sei. Und dass man sozusagen immer von diesem optischen Eindruck ausgeht und das in Malerei übersetzt. Und auch hier liegen die Voraussetzungen in diesem sogenannten Turiner Stundenbuch im frühen 15. Jahrhundert, wo wir hier in der Buchmalerei beim Totengebet eine Darstellung haben einer Kirche, eines Kircheninnenraums, und wo Sie sehen, dass es hier wirklich um diesen Kircheninnenraum geht und die Figürchen, die wir sehen, sehr klein sind und alle sind nur Rückenfiguren. Natürlich hat der überhaupt noch nicht die Möglichkeit gehabt, auch in der Buchmalerei, dass sozusagen diese Form natürlich von Raumillusion darzustellen. Aber die Intention, ja, die ist hier schon da. Was natürlich hier fehlt, das ist die Perspektive, und das haben die Niederländer natürlich begierig von den Italienern übernommen. Ich zeige Ihnen hier ein Bild eines Südniederländers, Vredeman de Vries, der jetzt sich intensiv im 16. Jahrhundert mit der italienischen Renaissance auseinandergesetzt hat und auch theoretisch versucht hat, sich mit Perspektive zu beschäftigen, hat viele Skizzenbücher, er hat unzählige Stiche gemacht, und vor allem die Stiche, die wurden dann in Holland verbreitet und waren außerordentlich relevant jetzt für die holländischen Künstler. Aber was Sie natürlich sehen, ist, dass der Betrachter gleichsam vor dem Bild steht und das ist zwar perspektivisch, aber es gibt nicht wirklich dieses Gefühl, dass ich in diesem Raum stehe. Nun, holländische Maler wie Bartholomeus van Bassen hat sich damit auseinandergesetzt und hat jetzt versucht, stärker die Figuren jetzt in diese Kirchenräume einzubeziehen. Aber entscheidend ist dann eigentlich das, was um die Jahrhundertmitte eben in Delft passiert, zum Beispiel bei Hooggeest, der jetzt zwar natürlich den Raum konstruiert, aber der ganz anders von der eigenen Seherfahrung im Raum ausgeht. Und was Hooggeest macht, was entscheidend ist, dass er von der Frontalansicht weggeht, dass es immer Schrägansichten sind, bei denen eigentlich kaum eine begrenzende Wand mehr sichtbar wird und dadurch natürlich der Betrachter ganz anders in den Raum einbezogen wird. Davor hat bereits Pieter Sanredam, einer der bedeutendsten Architekturmaler, das ist zwar noch frontal, aber schon auch der Versuch ganz anders von der Seherfahrung und natürlich auch von der Lichtfrage auszugehen. Hier wieder nochmal Sanredam, wo man sieht, diese Faszination eben auch jetzt hier von architektonischen Elementen mit gewissen Flächenwerten. Und Sie sehen die Orgelflügel, die sind auch noch bemalt. Das sind natürlich Flügel, die mit einer Malerei bemalt worden sind, die älter ist, wo sie dann unter Umständen diese Orgeln auch drin haben, in den Kirchen haben stehen lassen und sie auch nicht übermalt haben, sodass dann doch noch gewisse szenische Elemente
in diesen Kirchenraum hineinkommen. Eine Voraussetzung ist hier auch aus dem frühen 17. Jahrhundert Gerrit van Steenwijk. Da sehen Sie, dass eine ganz andere Stimmung erzeugt wird in Architektur. Das ist fast, könnte man sich sozusagen an einen Hitchcock-Film erinnert fühlen oder so, wo jetzt nicht lichtdurchflutete Architektur gezeigt wird, sondern eine dunkle, unheimliche Architektur, die in verschiedenen Gängen mündet. Also sozusagen von der Stimmung her sozusagen so ein ganz düsteres Bild erzeugt. Hier nochmal Hochgeist, wo Sie sehen, wie eben immer diese Schrägsichten genommen werden, wodurch und eben alle Seitenwände weggelassen werden und dadurch und natürlich auch oben das beschnitten wird, sodass wir wirklich diesen Eindruck haben, wir würden in diesem Innenraum stehen. Hier diese berühmte Kirche in Delft mit dem großen Grabmal von Wilhelm dem Schweiger. Ich habe Ihnen daneben Emanuel de Witte hingestellt, das sind so mit die wichtigsten Architekturmaler und Sie sehen, was bei de Witte nochmal anders ist. Einerseits ist es so, dass er weniger von einzelnen Figuren ausgeht, als sozusagen die Figuren zu ganzen Gruppen zusammenfasst und bei de Witte, ganz typisch für de Witte, der geht jetzt weniger, natürlich ist es konstruiert, aber sozusagen das strukturierende Element hier ist das Licht. Und das Licht, das fällt jetzt einfach durch die Fenster in den Kirchenraum und gibt sozusagen, betont nicht unbedingt einfach nur die Architektur, wie bei Hochgeist, sondern geht sozusagen über diese Architektur drüber und dadurch ergeben sich vollkommen andere Strukturen, die jetzt mit der Architektur in dem Sinn gar nichts zu tun haben. Also das Licht, wir werden eine eigene Stunde haben, wo wir uns über das Licht unterhalten. Das Licht sozusagen als die entscheidende Größe, das wird hier in dieser Kirchenmalerei auch sehr deutlich. Sie sehen auch, dass nochmal hier mit de Witte, wo das noch stärker eigentlich ist, wo sozusagen eben sichtbar wird, dass das Licht auch solche Flächenwerte ausbreitet, die jetzt über die Architektur eigentlich drüber gehen und aber ein sehr starkes atmosphärisches Bild von der Architektur geben. Ja, wir verlassen den Innenraum und gehen in die Landschaft. Also die Vorlesung steht unter der Frage, ist Landschaftsmalerei Mimesis der Natur? Man kann ja, also die Landschaftsmalerei verführt einen schnell davon auszugehen, dass es hier um Abbilder von Natur handelt. Man kann aber auch leicht davon ausgehen, die Gattung nicht ernst zu nehmen. Malt hat einer Landschaften. Aber in der Landschaftsmalerei wird eigentlich ein sehr tiefgehendes Problem verhandelt. Nämlich das Verhältnis des Menschen zur Natur, die Auffassung von Natur. Es geht auch oft um das Verhältnis des Menschen zur Welt. Seit der Naturzerstörung durch die Industrialisierung besteht, denke ich mir, bei uns vielleicht auch wieder ein tieferes Verständnis gegenüber Landschaftsmalerei. Heute angesichts der ganzen ökologischen Krise realisieren wir, denke ich mir, wieder stärker die Relevanz von Natur. Wir können auch in den Kulturwissenschaften ein neues Interesse eigentlich an Fragen des Raums entdecken. Viele sprechen ja auch von einem Spatial Turn, denken Sie an Critical Geography. Also ich denke mir, dass hier eben innerhalb der Kulturwissenschaften auch ein neues Interesse an diesen Fragen entstanden ist, die natürlich auch mit der Problematisierung durch die Globalisierung mitbedingt sind. Ja, was ist eigentlich Landschaft? Es ist nicht selbstverständlich, dass Natur als Landschaft wahrgenommen wird. Landschaft ist ein bestimmtes Dispositiv für Naturverständnis.
Ich zitiere hier von Tanja Michalski aus ihrem Buch Projektion und Imagination, die niederländische Landschaft der frühen Neuzeit, im Diskurs von Geografie und Malerei. Ich habe Ihnen das im Moodle, sind ja diese Titel angegeben. Also ich zitiere, Landschaft ist ein kulturell kodiertes Konzept von Natur, an dessen Bedeutungshorizont eine Vielzahl von historischen Diskursen aufscheint, zu deren wichtigsten neben Ästhetik, Religion und Naturwissenschaft auch nationales Selbstverständnis und Politik zählen. Zitat Ende. Also das heißt, Landschaft existiert nicht für sich, sondern immer nur verbunden mit menschlicher Erfahrung. Sie wird gesehen und als solche konstituiert. Land, Welt, Natur wird durch einen Menschen, ein Individuum, ein Mitglied der Gesellschaft, also sei es jetzt ein Künstler oder ein Betrachter, als Landschaft wahrgenommen. Und jetzt wieder ganz kurz, ein ganz kurzer Durchlauf durch die Geschichte, damit Sie die Bedeutung der Landschaftsmalerei und die Spezifik des 17. Jahrhunderts besser realisieren können. Also Landschaftsmalerei gab es bereits in der Antike, auf jeden Fall in der römischen Kunst. Da haben wir sehr viele, also viele nicht, aber immer in Fresken aus der griechischen. Es gab das ansatzweise vielleicht auch in der griechischen Kunst. Das ist sehr schwierig, weil wir da halt fast nichts haben. Also vielleicht schon in der hellenistischen. Aber wir haben das auf jeden Fall in der römischen Kunst. Und da haben wir ganz fantastische Landschaftsmalereien, wie zum Beispiel in diesem Zimmer von der Livia, der Tochter des Augustus. Das müssen Sie sich vorstellen, das war ein Zimmer, das war komplett ausgemalt, so wie Sie es hier nur den Ausschnitt sehen. Also das heißt, Sie sind in einem Zimmer und glauben, Sie sind in einem Garten. Also das sind schon ganz fantastische Landschaftsmalereien. Oder hier sind meistens bukolische Landschaften, also mit Hirten und Vieh. Es ist sehr atmosphärisch, es ist nicht perspektivisch, aber es hat so etwas wie eine Art von Luftperspektive. Nun, diese Form von Landschaftsmalerei geht im Mittelalter verloren, also verloren in Anführungszeichen. Es gibt keine Landschaftsmalerei im eigentlichen Sinn. Die Natur wird nicht als Raum wahrgenommen und sie wird nicht ästhetisch rezipiert. Kulturprägend ist die Kirche also die Malerei liegt ja in den Händen der Klöster und das sind im Wesentlichen religiöse Bilder, wo wir, Sie haben jetzt hier den Einzug in Jerusalem, also das heißt, das müsste draußen spielen. Und die Natur wird nur auf wenige Zeichen sozusagen reduziert, wie diese Erdhügel und die paar Bäume. Und ansonsten ist das natürlich entweder Goldgrund oder ein farbiger Hintergrund, was natürlich die Vorstellung von Landschaft oder von Raum nicht ermöglicht. Und rechts haben Sie diese Carmina Burana. Das ist immerhin eine profane Buchmalerei, wo natürlich jetzt auch etwas mehr möglich ist. Aber auch hier sehen Sie, dass sozusagen zeichenhaft Landschaft auf bestimmte Bäume oder Pflanzen oder Tiere reduziert wird, aber es eigentlich in dem Sinn keinen Bildraum gibt. Und wie immer sozusagen kommen wir auf Giotto, der hier jetzt sozusagen die Voraussetzung für Landschaftsmalerei schafft, indem er diese dritte Dimension wieder in die Bilder einbringt. Und sozusagen, das ist immer noch eine stark abbreviierte Landschaft, aber es gibt doch schon so etwas wie einen Bildraum und Sie sehen, die Landschaft betont sozusagen, die geht immer eigentlich den Figuren nach, also die betont immer sozusagen den erzählerischen Ablauf der Figuren. Dann kommt ein ganz grundlegender Einschnitt, wo wir sagen können, dass da beginnt sozusagen neuzeitliche Landschaftsmalerei wieder. Und wir befinden uns hier im Rathaus von Siena, in der Sala della Pace, gemalt von Ambrogio Lorenzetti von 1338 bis 40. Das ist ein Saal im Rathaus, wo Sie sich vorstellen müssen, dass drei Seiten, die vierte ist dann, sind die Fenster, aber drei Seiten sind komplett ausgemalt und es geht um das gute und das schlechte Regiment. Das ist ein fundamentales Fresko, wo man jetzt also stundenlang nur schon einfach über dieses gute und schlechte Regiment, weil es ist sozusagen die Utopie einer guten Stadtregierung und sozusagen die Verurteilung einer schlechten, wo das sozusagen eigentlich das Thema ist. Thema ist nicht Landschaft, aber die zu einer guten
Stadt, die gut regiert wird und wo Frieden herrscht, gehört eben auch ein befriedetes Land. Und dieses Land wird jetzt ganz unter dem Aspekt der Bedürfnisse der Menschen gesehen. Also das heißt, das Land ist ein total, die Natur ist total kultiviert und wird bearbeitet. Und das Entscheidende von der Natur ist, dass sie die Früchte sozusagen bringt, die dann in der Stadt eigentlich gebraucht werden. Und es werden jetzt sozusagen alle Arbeiten, die in der Natur notwendig sind, zeitgleich praktisch dargestellt, also alle Jahreszeiten eigentlich zusammengenommen. Aber trotzdem ist es ja ein gewisses Bild von Natur. Und interessant ist, wir haben jetzt nicht die Zeit, das genauer auszuführen, dass haarscharf gleichzeitig der Frühhumanist Petrarca in Frankreich auf einen Berg gestiegen ist, auf den Mont Ventoux, dass der erste Mensch, der einfach so auf einen Berg steigt, ohne dass er das jetzt muss, einfach weil es ihn interessiert, und der das glücklicherweise niedergeschrieben hat in einem Tagebuch, und dieses ästhetische Erlebnis, was er da hatte, wie er da oben auf dem Berg stand und wie Gott sozusagen auf die Natur hinunterschaut, hat er das niedergeschrieben. Das heißt, mit dieser städtischen Entwicklung geht Hand in Hand ein beginnendes ästhetisches Verhältnis zu so etwas wie Natur. Und das beginnt eben hier im 300, also im 14. Jahrhundert in Italien. Gleichzeitig und sehr wichtig für die Entwicklung der Landschaftsmalerei sind die Entstehung der Monatsbilder, die sich an sich ansatzweise schon in den Kathedralen, in Reliefs gezeigt haben und eben natürlich dann in der Buchmalerei und hier in Fresco, wo jetzt sozusagen die 12 Monate des Jahres dargestellt werden, und die werden jetzt vor allem durch die Tätigkeiten charakterisiert, die die Menschen in dieser Zeit machen. Und es ist, Sie sehen, also Sie sehen hier einen Herbst mit einer Weinlese und Sie sehen den Winter, wobei hier durchaus schon, also nicht mehr nur die Arbeit dargestellt wird, sondern die Adligen, die hier eine Schneeballschlacht machen. Das sind natürlich ganz wichtige Voraussetzungen. Eine der wichtigsten Handschriften, die Très Richeur des Duc de Berry um 1416, wo auch in der Buchmalerei natürlich jetzt für jeden Monat ein Bild da ist, wo es auch vorwiegend um die Arbeit geht, aber hier schon wirklich Landschaft dargestellt wird, immer unter dem Aspekt der Herrschaft. Es ist immer eins der 17 Schlösser von des Duc de Berry oben, aber es ist eben durchaus schon, also die Arbeit, aber sozusagen schon durchaus schon die Landschaft mit dargestellt. Und wir kennen das schon, es sind wirklich immer die sehr ähnliche Punkte. Wir kommen wieder zu dem Meister des Turiner Stundenbuchs, weil sich hier jetzt wirklich zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein Riesenschritt getan wird. Weil in diesem Limburger Stundenbuch haben wir zwar motivisch die Dinge, die zu einer Landschaft gehören. Also es sind die Äcker, es sind dann Bäume, es sind Hügel, es sind Berge, also Flüsse etc. Aber was der Meister des Turiner Stundenbuches macht, und das ist neu, dass er das sozusagen ästhetisch formal umsetzt. Was heißt das? Das heißt, erstens senkt er den Horizont, dass wir dieses Gefühl von Weite haben. Zweitens ist das Verhältnis der Figuren zur Landschaft so, dass die Figuren viel kleiner werden, teilweise winzig gegenüber der Landschaft, und entscheidend, er verändert die Farbe. Er realisiert, dass, wenn ich in die Weite schaue, grün eigentlich blau wird. Also, dass die Berge hinten faktisch verblauen. Und Sie sehen, dass für ihn jetzt auch entscheidend ist, eigentlich die Atmosphäre, das Gefühl von Luft, von Luftperspektive, von Licht. Also, Sie sehen die Spiegelungen im Wasser, dass sich das nicht nur spiegelt, sondern dieses Lichtgeflimmer da ist. Das heißt, zum ersten Mal habe ich hier, obwohl das eine Buchmalerei ist, was ganz schön schwierig ist, habe ich dieses Gefühl dieser Landschaftserfahrung, dass ich die Atmosphäre, die Luft, die Weite sozusagen zu spüren glaube. Und das ist jetzt
eigentlich so eine fundamentale, ein fundamentales Ereignis. Und es geht weiter natürlich mit Jan van Eyck am Gent-Altar, der jetzt, wo ich Ihnen nur ein Detail zeige, der jetzt anfängt, ganz genau die Botanik zu studieren und in seine Bilder einzubringen. Und hier nochmal van Eyck, die Roland Madonna, wo sie genau diese Verbindung haben, Innenraum, Außenraum, Blick in die Landschaft, in die unendliche Weite. Und dieser Nahblick des Interieurs mit diesem Weitblick der Landschaft gekoppelt. Und das sind natürlich dann ganz wesentliche Schritte. Dürer mit seinem Rasenstück, der jetzt wirklich wie ein Wissenschaftler so ein Rasenstück ausgräbt und das bis ins letzte Detail analysiert, und seine Aquarelle, die er nicht als autonome Bilder angesehen hat, sondern als Skizzen, aber immerhin, es sind doch die ersten Landschaftsbilder ohne Figuren. Und dann Albrecht Altdorfer im frühen 16. Jahrhundert, also diese Integration des Menschen in die Natur, und der Erste, der jetzt Grafiken macht mit nur Landschaft. Das heißt, es gab ein Bedürfnis, so etwas zu kaufen und aufzuhängen. In den Niederlanden geht das weiter im frühen 16. Jahrhundert mit der Entwicklung der Weltlandschaft, wie hier bei Patinier, also wo versucht wird, die ganze Welt eigentlich in so ein Bild einzufangen. Das hat natürlich zu tun mit Dingen, die nicht jetzt einfach kunstimmanent sich entwickelt haben. Das hat etwas damit zu tun, dass Raum und Welt neu erfahren werden. Denken Sie an die Entdeckung Amerikas, also mit der Wahrnehmung einer vollkommen neuen Welt, und dann natürlich die kopernikanische Wende, also die Erkenntnis, dass die Erde nicht Zentrum der Welt ist, sondern eigentlich um die Sonne kreist. Und die Entdeckung von Kopernikus wird ja dann später von Galileo Galilei und Kepler gestützt und verfeinert. Das heißt, dieses heliozentrische Weltbild widersprach nicht nur dem antiken Ptolemäischen, sondern natürlich vor allem dem christlichen Schöpfungsgedanken. Und Sie wissen ja, dass die Kirche dann Galileo Galilei sozusagen unter Hausarrest gestellt hat. Was wir hier beobachten können, ist der Paradigmenwechsel von einem theologischen zu einem naturwissenschaftlichen Weltbild, was sich natürlich erst langsam durchgesetzt hat. Aber im Prinzip ist es natürlich der Beginn von so etwas, wie dass man anders auf die Welt schaut. Die Astronomie, die sich hier entwickelt, und die Geografie, die jetzt nachhaltig das Weltbild der Menschen verändert haben. Seit Nicolaus von Cours und Giordano Bruno wird die Unendlichkeit des Kosmos vorausgesetzt. Es ist natürlich so, dass jetzt durch diese ganz reale Erweiterung des Raums, durch die Entdeckung Amerikas etc., natürlich eine Notwendigkeit entstand für geografische Erkenntnisse, für die Kartografie etc. Und das ist natürlich das Pendant, ist eben in der Kunst diese Weltlandschaft, wo es auch darum geht, sozusagen die Welt zu entdecken, zu beschreiben, teilweise auch zu vermessen. Und diese Unendlichkeit des Kosmos, diese Unüberschaubarkeit, diese Vielfalt in die Kunst hereinzunehmen. Bei Patinier, sehen Sie, ist das noch der Versuch, das mit einer Schöpfungsgeschichte, mit religiösen Themen zu verbinden, also das noch zusammenzubringen. Sie sehen dann auf der anderen Seite Charon, also Himmel und Hölle, und Charon, also sozusagen aus der griechischen Mythologie genommen, der jetzt sozusagen, also so eine antike Vorstellung, die jetzt mit der christlichen Religion verbunden wird und in diesen Naturraum hereingenommen wird. In dieser Tradition steht Hermite de Blaes und dann natürlich eben auch Peter Bruegel als einer der wichtigsten Landschaftsmaler im 16. Jahrhundert. Seine Monatsbilder gehen auf die Buchmalerei zurück, aber eben ganz neu der Medienwechsel, nicht mehr Buchmalerei, sondern Tafelmalerei. Und wo es Bruegel sehr stark darum geht, die Menschen in diese Natur zu integrieren und
also noch, und eben Monatsbilder zu darzustellen und nicht wie bei Patina religiöse Bilder. Und Sie sehen, dass das ganze, die räumliche, der Versuch, die räumlich zu integrieren, nochmal ganz stark über Patina hinausgeht. Und Sie kennen das alle, die Monatsbilder, hier das Winterbild, wo jetzt, und das ist auch vollkommen neu, dass er jetzt nicht wie vorher bei den Monatsbildern oder bei Patinier also so eine Abfolge von Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, Vordergrund ist braun, dann wird es grün, dann wird es blau, sondern wo er versucht, das ganze Bild in einem bestimmten Modus zu gestalten und dadurch so, dass wir eine Grundstimmung zu schaffen. Und diese Grundstimmung hier ist eisiger Winter, wo jetzt also sozusagen in jeder Körperhaltung, auch jedes Hundes, diese eisige Kälte spürbar wird, aber auch in der Farbigkeit, die das ganze Bild jetzt bestimmt. Also wo so etwas geschaffen wird wie eine bestimmte Atmosphäre, die jetzt diese Jahreszeit charakterisiert. Das heißt, gegen Ende des 16. Jahrhunderts sind wesentliche Aspekte der Landschaftsmalerei ausgebildet, einerseits die Übersichtslandschaft und andererseits der Nahblick von Königslohe, wo also sozusagen die Inversion des Überblicks, wo auf andere Weise eigentlich dem Betrachter sozusagen vieles entzogen wird. Also wir sehen, aber wir wissen auch, dass wir, also bei dem Nahblick wissen wir, dass wir den Wald sozusagen mit unserem Blick nicht durchdringen können, bei dem Weitblick realisieren wir, dass wir das nicht alles überblicken können, weil es alles noch weiter geht. Ja, und jetzt kommen wir zum 17. Jahrhundert, was jetzt wirklich auf eine Weiterentwicklung der Landschaftsmalerei aufbauen kann. Ich zeige Ihnen hier die Anfänge mit Van Goyen und Esaias van der Velde. Das sind meistens erstens sehr, also jetzt im Unterschied zu dem, was Sie vorher gesehen haben, es sind Bilder mit einem kleinen Ausschnitt, der ziemlich alltäglich ist, der überhaupt eigentlich nichts Besonderes darstellt, wo es meistens in einer tonigen Farbigkeit und wo jetzt sind meistens Dünen und Wasser und wo jetzt diese dunstige Atmosphäre, die Feuchtigkeit, die Anmutung des Wassers der Dünen visualisiert werden soll. Also diese typisch niederländischen Landschaften oder die Kanäle. Die Kanäle, die für die Niederländer eine unglaubliche Bedeutung hatten, weil erst durch den Bau der Kanäle, das ist sowas wie der Bau der Eisenbahn, ja, also durch den Bau der Kanäle, die eine sehr wichtige Funktion hatten, a, die Trockenlegung des Landes möglich war und das Land bebaubar wurde, aber eben auch natürlich die Kommunikation anders funktionierte. Also das war ein fahrplanmäßiger Fährverkehr, der hier eingerichtet worden ist. Um Ihnen nochmal sozusagen klar zu machen, was sich hier also gegenüber dem 16. Jahrhundert speziell Bruegel verändert hat, möchte ich das einfach mal gegenüberstellen. Das ist also Jacob Roystal, einer der bedeutendsten Landschaftsmaler der Niederlande, der ungefähr 1628 in Haarlem geboren ist und dort 1682 verstorben ist, aber auch in Amsterdam und anderen Städten gearbeitet hat. Aber schauen wir uns die beiden Bilder an, was sich da nochmal so verändert hat. Bei Bruegel ist es doch noch diese kosmische Vorstellung einer Weltlandschaft. Und bei Roystal ist es die scheinbar eine konkrete, von einem Individuum gesehene Landschaft. Bei Bruegel sind es Bauern, die ihre Herde heimtreiben, also es sind Menschen, die in der Natur tätig sind. Bei Roystal sind die Menschen winzig klein, man sieht sie kaum, es sind aber meistens Spaziergänger oder Reisende oder Menschen, die in der Natur rasten. Also die arbeiten nicht in der Natur, sondern sie gehen in der Natur spazieren. Wenn Sie sich den Aufbau anschauen, sehen Sie, dass das bei Bruegel immer noch eine Diagonalkomposition ist. Wege, Flüsse, Bäume, die in die Bildtiefe führen. Also man hat schon noch den Eindruck von einem Vordergrund, einem Mittelpunkt, einem Hintergrund. Wogegen wir bei Royster das nicht mehr haben. Wir haben das Gefühl, dass das von vorne bis nach hinten
einfach weitergeht. Ja? Also da sozusagen eine Raumtiefe ist und dass natürlich der Horizont ganz stark gesenkt wird und der Himmel mit den Wolken eine ganz wesentliche Rolle spielt. Noch ein sehr wichtiger Punkt, die Farbigkeit ist bei Bruegel an das Objekt gebunden. Wenn Sie sich anschauen, wie die Farben in der Landschaft wechseln, dann liegt das daran, dass sozusagen die Objekte sich ändern. Es ist eben eine Wiese oder es ist ein Rebberg oder es ist ein Weizenfeld. Bei Reusser ist das absolut nicht so. Die Farben hängen nicht an den Objekten, sondern eben wieder am Licht. Es ist das Licht, was die Landschaft strukturiert, was das Hell-Dunkel strukturiert, das Licht, und zwar das natürliche Licht, als eine übergeordnete Kategorie. Und darüber werden wir eben über das Licht, diese enorme Bedeutung des Lichts, werden wir nochmal sprechen. Das hat natürlich den Effekt, dass wir bei Bruegel haben wir eben ein Gefühl für die Jahreszeit, für den Winter oder für den Sommer oder für den Frühling. Bei Reusserl haben wir ein ganz anderes Zeitgefühl, was hier bewirkt wird. Weil nämlich dadurch, dass das jetzt vom Licht abhängig ist, wird einem klar, dass das jede Sekunde, jeden Moment kann sich das ändern, je nachdem, wie die Sonne gerade in den Wolken verdeckt ist oder nicht verdeckt ist. Das heißt, es ist nicht die Vorstellung, die bei Bruegel noch da ist, einer ewigen Wiederkehr, sondern es ist das Gefühl einer ständigen Veränderung, es ist die Kontingenz, es ist das momentane Wetter, was die Erscheinung der Landschaft bestimmt. Sie können sich erinnern, dass wir beim Porträt über was Ähnliches gesprochen haben, wo ich Ihnen gezeigt habe, dass bei Franz Hals beim Porträt, also diese Vorstellung da ist, dass sich der Mensch in seiner Mimik, Gestik, dass sich das jeden Moment ändert, dass der etwas ist, was sich ständig in Bewegung ist. Und das ist ähnlich hier, also diese Vorstellung. Nun, wie gesagt, über das Licht werden wir noch sprechen. Im Prinzip kann man sagen, geht es darum, dass das Licht jetzt hier nicht mehr nur als eine göttliche Größe aufgefasst wird, sondern als eine natürliche, und diese natürliche Größe des Lichts, die Analyse, was Licht überhaupt ist, wie das mit den Farben zusammenhängt, das ist etwas, was die Optik, die aber im frühen 17. Jahrhundert in den Niederlanden eigentlich die entscheidende Wissenschaft geworden ist, das hat die dort beschäftigt, und das spiegelt sich auch hier in diesen Bildern. Ein anderer sehr bedeutender Landschaftsmaler, Philips de Koninck, wo Sie sehen, diese Vorstellung eben eines einheitlichen, kohärenten Raums und eben dieser Wunsch, den Raum zu beschreiben, zu erkennen und zu erfahren. Und da sehen Sie auch, es ist sozusagen der Versuch, das als einen kontinuierlichen Raum erleben zu lassen, ohne die Hilfsmittel zu haben von diagonalen Wegen etc., die in das Bild hineinführen. Sie sehen, dass das ist ähnlich wie bei Reusserl ist, aber bei Reusserl ist so, dass das eigentlich, wenn man da genau, also nah ans Bild hingeht, sieht man, dass das alles unglaublich genau ausgeführt wird. Und wenn man beim Koninck nah hingeht, dann sieht man, dass das eigentlich nur noch so Farbtupfen sind, wo man die Details eigentlich schwer erkennen kann. Das heißt, es ist sozusagen das ästhetische Erlebnis einer unendlichen Weite. Und Sie sehen aber auch, wie bei Reusserl, dass es sozusagen das Licht ist, was jetzt diese Landschaft strukturiert. Ich habe das nur kurz erwähnt, die Kartografie, also die sozusagen jetzt objektive, gesetzmäßige Erfassung von Welt, hat eine unglaubliche Bedeutung im 17. Jahrhundert. Und das Zentrum der Kartografie war in Holland. Und natürlich sind diese Landschaftsbilder, spielen ein ähnliches Interesse. Aber im Unterschied zur Kartografie geht es hier nicht um diese sozusagen objektivierende, gesetzmäßige, vermessende Verhältnis. Es ist nicht ein Vermessen von Welt, sondern es ist sozusagen diese subjektive Erfahrung von Natur.
Um Ihnen das spezifisch Holländische nochmal klar zu machen, zeige ich Ihnen einfach kurz als Vergleich ein italienisches Werk von Annibale Carracci aus dem frühen 17. Jahrhundert und etwas später ein Bild von Nikolaus Poussin. Poussin war ein Franzose, der aber dann vorwiegend in Rom gelebt hat. Und das ist einfach nur, damit Sie dieses spezifisch Niederländische Ihnen nochmal klarer wird. Hier ist es der Versuch, eine Ideallandschaft zu bauen. Es ist gar nicht der Versuch vom, sozusagen vom subjektiven Erlebnis einer gesehenen Landschaft auszugehen. Und bei den Niederländern ist es eben so, die wollen genau das, die wollen sozusagen, dass das Gesehene, das Reale, das Alltägliche, das ist für sie sozusagen das Erhabene, nicht die Utopie einer sozusagen idealen, heroischen Landschaft. Ich zeige Ihnen hier Albert Kolb mit einer Flusslandschaft, wo Sie sehen, dass diese einfache Landschaft, wo ja nichts, überhaupt nichts Besonderes ist, schon gar nicht irgendwelche antikisierenden Ruinen, sondern einfach nur Kühe. Aber diese Kühe mit ihrer Monumentalität und die ganze, sozusagen so etwas wie das Erhabene eigentlich mit ausstrahlen. Das heißt, Sie sehen, wie anders hier irgendwie mit Welt oder Lebenserfahrung umgegangen wird. Und als zweites Beispiel Nikolaus Berchem, nur kurz, um zu sagen, dass es viele Niederländer gab, die im 17. Jahrhundert wirklich nach Italien gegangen sind und dort sich faktisch mit italienischer Landschaft und vor allem mit diesem anderen italienischen Licht befasst haben. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ein paar Landschaftsmotive noch zeigen. Es gab Künstler, die sich auf bestimmte Dinge spezialisiert haben, also nicht nur auf Landschaften, sondern innerhalb der Landschaften hat zum Beispiel Art van der Meer sich auf Mondlandschaften spezialisiert. Und ich zeige Ihnen als Vergleich Adam Elsheimer, der ein Deutscher war, der dann nach Italien gegangen ist und unglaublich früh, also schon ganz zu Beginn des 17. sowas wie eine Mondlandschaft dargestellt hat. Sie sehen mit verschiedenen Bildquellen, also der Mond, der sich dann ausspiegelt und dann sozusagen das Feuer, und das, also von Menschen gemachte Licht. Und es gab Stiche danach, die dann in die Niederlande kamen und die das, also solche Bilder wie hier bei Art van der Meer sehr stark mit beeinflusst haben. Und Sie sehen, wenn Sie sich den Himmel anschauen, ist das eine unglaubliche Geschichte, weil wir hier schon sozusagen sowas wie die Milchstraße sehen. Man weiß, dass Elsheimer im Kreis von Galileo Galilei verkehrt hat. Also dieses Interesse am Himmel und wie diese Himmelskörper ausschauen, was die Sterne, wie das funktioniert, das spiegelt sich ansatzweise hier schon. Oder es gibt Künstler wie André Averkamp, der sich einfach auf Winterlandschaften spezialisiert hat und dieser Versuch, diese Kälte und dieses Dunstige zu erfassen. Reusdahl, auch von ihm eine Winterlandschaft. Reusdahl ist einer wirklich der bedeutendsten Landschaftsmaler, der aber jetzt in allen Landschaftsgenres sozusagen brilliert hat. Winterlandschaften, Bäume, also nahe Bäume, also diese Monumentalität der Bäume, verbunden, ein Nahblick verbunden mit sozusagen einem Fernblick. Oder eben hier also diese Flachlandschaften mit einem unendlich weiten Himmel. Und rechts, das ist ganz interessant, dass es von ihm viele Bilder gibt mit diesen reißenden Flüssen und einer Landschaft, die eigentlich nicht unbedingt niederländisch ist. Und zwar gab es einen Künstler, der heißt Everdingen, der in Norwegen war. Und Reusdahl hat sich sozusagen an diesen Bildern von diesem Norweger inspirieren lassen. Das heißt, auch hier sehen Sie wieder, es sind unter Umständen Landschaften, die ein Künstler gar nicht selber gesehen hat, sondern Bilder von einem anderen Künstler, die er dann sozusagen wieder transformiert hat. Oder hier diese berühmte Mühle von Wyck, die Mühlen, die ja also für die Niederlande, also es ist jetzt nicht einfach nur ein Symbol, sondern die haben ganz realistisch, waren die unglaublich wichtig. Allerdings gab es im Allgemeinen viele Mühlen nebeneinander, so wie bei uns heute die Windräder. Ja?
Und er zeigt halt hier nur diese eine große Mühle und daneben diese winzigen Figuren, also es ist sozusagen diese unglaubliche Monumentalisierung, zusammen mit dem Wasser und dem Segelschiff, also was ja für Holland, also das ist wie so auch Symbole für die Macht von Holland und verbunden mit diesem fantastischen Himmel. Aber auch solche Bilder wie der sogenannte Judenfriedhof, wo jetzt die Landschaft schon auch aufgeladen wird mit einer anderen Symbolik, mit der Symbolik von Tod. Also diese Vorstellung, dass alles vergeht, der Friedhof, aber auch die verfallene Kirche, also nicht nur das Judentum, was vergeht, es ist ein jüdischer Friedhof, sondern auch die Kirche, der sehr düstere Himmel, aber man könnte natürlich auch sagen, das Licht wieder im Himmel, also dieses Gefühl von Tod, aber doch Hoffnung, von dem abgestorbenen Baum und dem grünen Baum, also wo die Landschaft, wo die Natur auch jetzt schon so mit Symbolen aufgeladen wird, die über die Vorstellung von Natur hinausgehen. Kurz möchte ich Ihnen Herkules Segers vorstellen, einer der absolut originellsten Landschaftsmaler, der jetzt eine Landschaft hat, wo man denkt, dass man irgendwie chinesische Bilder vor sich sieht, die jetzt nur noch so getüpfelt sind und man eigentlich fast nichts mehr, also fast keine Gegenständlichkeit mehr ausnehmen kann. Rembrandt, der Künstler, der sozusagen in allen Genres gearbeitet hat, auch hier ein Landschaftsbild, das ist dann immer mit, also der hat immer sozusagen Menschen integriert und Sie sehen den Stich mit den drei Bäumen, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, rechts neben diesen drei Bäumen eine winzige Figur, ein Maler, der sozusagen die Landschaft betrachtet und malt, also wo jetzt hier auch schon sozusagen dieses ästhetische Verhältnis zur Natur mit reflektiert wird. Und ich möchte Ihnen aber doch unbedingt noch einige Meeresbilder zeigen. Wir haben darüber gesprochen, das Meer war für Holland einfach alles. Es ist sozusagen die Ursache dieses unglaublichen Reichtums, einmal schon durch den Heringfang ursprünglich und dann natürlich durch die riesige Flotte, die Holland hatte und die überhaupt die Möglichkeit dieser Kolonien für Holland ermöglicht hat. Das Land, das Meer war sozusagen, ja, war einfach so unglaublich wichtig und es wird sehr unterschiedlich dargestellt, entweder eben einfach als schön, als Ästhetik, wo oben die Leute stehen und so wie wir auch manchmal einfach mit Begeisterung auf das Meer und auf dieses unendliche Meer schauen, oder aber in seiner wahnsinnigen Gefährlichkeit, es sind jede Fahrt da nach Übersee war natürlich mit diesen Segelbooten mit absoluter Lebensgefahr verbunden und es sind so und so viele Menschen auch im Meer hier ertrunken. Also das heißt, diese Stürme waren natürlich auch absolut bedrohlich. Also es gibt immer wieder Schiffe sozusagen in Seenot oder Schiffe, die an irgendwelchen Felsen zerschellen, abgesehen davon, dass natürlich so ein Sturm auch, also diese Naturgewalt, ja, dass das von natürlich auch unglaublich schön ist und das die Maler versuchen, die festzuhalten. Das Schiff, was sozusagen auf dem Meer ist, das ist ein uraltes Symbol, was natürlich einen sehr starken realen Hintergrund hat, aber was dann immer wieder auch wirklich als Symbol im Sinn von Lebensschiff gesehen wird, wo es entweder auf einer ruhigen See ist oder eben zerschellt. Und deswegen haben wir eigentlich auf fast allen Bildern mit Frauen, die Liebesbriefe lesen, was ja so ein Lieblingsthema war in der holländischen Malerei, hinten Bilder mit einem Meer und Schiffen und das geht entweder unter, das ist dann sozusagen eine schlechte Botschaft, oder es ist eine ruhige See, dann ist es eine gute Botschaft und es gibt unzählige Embleme und Sprichwörter, wo dieses Meer vorkommt. Ja, und jetzt als Abschluss ganz kurz möchte ich Ihnen doch noch einen anderen Typ von Landschaftsmalerei vorstellen. Nämlich in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts eroberten die Niederländer, also genauer die Wick, Teile von Brasilien, die vorher von den Portugiesen besetzt waren. Von 1624 bis 1654 war die nordwestliche Provinz von Brasilien, Pernambuco, niederländisch.
Also das heißt, es war dieses Teil von Brasilien, war im Gegensatz zu anderen Kolonien nur kurz von den Niederlanden besetzt. Ganz konkret von Johann Moritz von Nassau, der im Auftrag der WIC die Kolonie als Gouverneur eben regiert hat. Und der hat unter anderem eben auch einen Maler mitgenommen, nämlich Franz Post. Und dieser Franz Post war ein Landschaftsmaler aus Haarlem. Und der hat dort viele Bilder von Brasilien gemalt. Und diese Bilder gelten oder haben sozusagen für uns sehr oft sozusagen als Augenzeugenschaft gegolten, wie das dort ausgeschaut hat. Und heute denke ich mir, muss man einfach sehen, dass es auch ein Konstrukt kolonialer Aneignung ist und muss diese Bilder, kann man diese Bilder nicht einfach nur als schöne Landschaftsbilder von Brasilien sehen, sondern muss sozusagen sehen, was hier produziert wird. Es ist so, dass der nicht wie frühere Bilder von Amerika zum Beispiel das Exotische ins Bizarre, Fantastische sozusagen überspitzt. Aber man hat den Eindruck, durch diese realistische Malweise, dass das jetzt sozusagen einfach eine objektive Beschreibung sozusagen einer gegebenen Landschaft ist. Das ist es aber eigentlich nicht. Es ist zum Beispiel so, dass dieses Bild, was Sie links sehen, das ist ein Teil, Sie sehen auf der anderen Seite, sehen Sie vielleicht auf dem Hügel noch ein Fort, das ist das Fort sozusagen der Niederländer, und die uns zugewandte Uferseite, die hat gar nicht den Niederlanden gehört, sondern den Portugiesen. Also das heißt, da geht es um Machtkämpfe, wo sozusagen die Macht oder die Herrschaftsverhältnisse im Bild einfach komplett unsichtbar werden, wo aber etwas sozusagen vorgegaukelt wird, was es so gar nicht gegeben hat. Und wo natürlich eine Form von Friedlichkeit und Harmonie illusioniert wird, die es so auch nicht gegeben hat. Rechts sehen Sie die Schwarzen, die ja eben die Niederländer, die Holländer aus Afrika geholt haben und versklavt haben, wo wir auch jetzt sozusagen einfach so ein ganz harmonisches Bild sehen, was aber so harmonisch nicht war. Das heißt, das, was aus dem Bild fällt, ist sozusagen dieser Gewaltanteil. Und als letztes Bild zeige ich Ihnen auch nochmal so eine wunderschöne brasilianische Landschaft, die Post jetzt gar nicht mehr dort gemalt hat. Er ist dann zurück nach Holland und hat für den Rest seines Lebens brasilianische Landschaften gemalt, die natürlich ein fantastisches Element haben. Das heißt, auch hier wieder methodisch sozusagen, ist es immer sinnvoll, die Frage im Kopf zu haben, was ist eigentlich nicht Gegenstand der Repräsentation, was wird zwar sichtbar gemacht, aber was wird hier eigentlich auch unsichtbar gemacht. Ja, danke schön. Das war ein bisschen ein Marathon heute. Ging's mit dem... Ja.